Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Beim letzten Mal habe ich euch ein bisschen den Einblick gegeben, wie man oder wie ich Leiterplatten zu Hause ätze. Und natürlich sind die auch öfter doppelseitig. Und wenn man das Ganze dann manuell durchkontaktieren muss, ist das ein ganz schöner Aufwand. Hier habe ich zum Beispiel einfach nur Drähte durchgelötet. Und die Projekte werden eben immer komplexer, die Bauteile werden immer kleiner, man will was mit SMD machen. Ja, und es gibt ein paar Fertiger über die ganze Welt verteilt, die ich bisher ausprobiert habe. Da möchte ich euch einfach jetzt auch mal so einen kleinen Einblick drüber geben. Der Auslöser dafür war, dass der Fertiger Elecro aus China ein T-Shirt angeboten hat, wenn man ein Video-Review veröffentlicht. Und da habe ich natürlich gleich mal angefragt, ob ich die auch mit anderen Fertigern vergleichen darf, ob ich die alle mal aufzeigen darf. Und die haben gesagt, ja, mach das. Und ja, das will ich hier jetzt einfach mal tun. Erstmal ein paar Worte überhaupt zu den Verfahren. Wenn ich jetzt was selber ätze, dann habe ich natürlich das blanke Kupfer. Das heißt, überall, wo Lötzinn draufkommt, verläuft das auch, wie man hier sieht. Das ist da so ein bisschen gewollt, weil da eben ein bisschen Leistung rübergeht. Schöner ist es natürlich, wenn man als allererstes ja, so eine Lötstoppmaske hat. Die haben die alle, da gibt es verschiedene Farben, wie man hier schon sieht. Über lila, grün, blau, gelb, rot, schwarz. Und diese Lötstoppmaske, die verhindert eben, dass das Lötzinn woanders hinkommt, ja, als da, wo sie aufgetragen ist. Beziehungsweise die Lötpads sind ausgespart. Es gibt außerdem verschiedene Möglichkeiten, wie man das Kupfer noch beschichtet. Und das einfachste wäre eben die Heißluftverzinnung. Da wird dann an den Stellen, wo eben kein Lötstopplack ist, einfach Lötzinn aufgebracht. Das gibt es einmal in Verbleit, einmal in Bleifrei. Verbleit ist natürlich in Deutschland nur noch für Hobbyprojekte zulässig. Das heißt, davon sollte man eigentlich absehen. Die etwas bessere und teurere Variante wäre das, was OSH Park standardmäßig macht, hier eben vergoldet. Das wird dann mit so einem chemischen Verfahren da aufgebracht. Ist ein bisschen schöner, lässt sich auch immer löten. Das Lötzinn läuft ja manchmal so ein bisschen an dann von der Heißluftverzinnung, wenn die Platinen länger liegen. Aber es kommt natürlich darauf an, wie schnell man die verarbeiten möchte und auch wie viel man bereit ist auszugeben dafür. Ja, so, ich lege die Platine schon mal weg. Das war die selbstgeätzte. Wir schauen uns einfach mal an, welche Fertiger ich ausprobiert habe. Da wäre zum einen Euro Circuit Boards. Die sitzen, wie der Name schon sagt, in Europa. Das heißt, die Versandzeit ist auch relativ schnell. Allerdings sind solche Fertiger meistens im Verhältnis ziemlich teuer. Es sei denn natürlich, man hat große Stückzahlen. Das ist das, wo die ran wollen. Wenn ich jetzt 100 Platinen brauche, dann wird das entsprechend günstig. Wenn ich nur 10 brauche, dann sieht es in China meistens besser aus. Aber da kommen wir gleich zu. Ja. Euro Circuit Boards. Die Zeit, die die Platine braucht, bis die aus dem Werk raus ist und in den Versand geht, von der Bestellung, geben die an mit 5 Tagen. Das kommt auch ganz gut hin. Ja, und Versand innerhalb Deutschlands ist natürlich fix, wie man weiß. Also das dauert meistens ein paar Tage, dann ist der Kram da. 100x100 mm doppelseitig. Heißluftverzinnt lag jetzt, wo ich geschaut habe, 10 Stück bei etwa 135 Euro. Damals war es so, dass die einseitigen Platinen halb so teuer waren. Das hat sich mittlerweile geändert. Aber wie gesagt, 135 Euro für 10 Stück ist natürlich eine Hausnummer. Wenn man jetzt, keine Ahnung, 50 Stück braucht, dann wird das auch nicht viel mehr kosten. Dementsprechend werden die einzelnen Platinen günstiger. Ja, für eine Hobbyserie relativ teuer. Aber die Qualität, wie man hier sieht, also der Bestückungsdruck ist super, Lötstopp ist super, ohne irgendwelche Macken. Da kann man also wirklich nicht meckern, oder das sollte man zu dem Preis ja auch wirklich erwarten können. Und eben bei einem ja, europäischen oder deutschen Fertiger. Ich weiß nicht ganz genau, wo die sitzen.
Ja, als nächstes gehen wir mal ein bisschen von Deutschland weg, noch nicht ganz nach China. Osa Park. Osa Park ist aus den USA. Die lassen ihre Boards auch in den USA fertigen. Ein Kumpel von mir hat mal gesagt, dass er ein bisschen Probleme mit der Lötstoffmaske hatte, dass sich die abgelöst hat beim Löten. Beziehungsweise wenn man ganz leicht nur mit dem Lötkolben darauf rumgekratzt hat, das sollte natürlich nicht passieren. Kann ich nicht bestätigen. Vielleicht hat er eine schlechte Charge gehabt. Also meine Platinen sind immer einwandfrei gewesen. Auch was man also sagen muss, wenn wir hier mal mit der Lupe schauen. So. Also der Bestückungsdruck, auch das, was ganz, ganz kleine Schrift ist, das lässt sich wunderbar lesen. Ich habe hier, ja, das ist so ein Super Nintendo, so eine Cartridge, FPGA drauf. Hier ist der RAM-Speicher als BGA bestückt. Das sieht also wirklich, wirklich super aus. Auch das feine Raster. Ja, und ist eben, wie gesagt, immer standardmäßig vergoldet und lilaner Lötstopplack. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber eigentlich ganz cool. Die Preise dafür, ja, liegen für ein Vielfaches von drei Platinen. Das heißt, ich kriege immer drei Platinen, sechs Platinen, neun Platinen und so weiter. Liegen bei $5 pro Quadratzoll. Entsprechend 50 mal 50 mm, drei Stück, liegen bei 20 US-Dollar etwa, das sind 17 Euro umgerechnet, oder 100 mal 100, drei Stück, 77 US-Dollar sind etwa 66 Euro. Ist natürlich nicht so ganz billig, wenn man viele kleine Platinen hat, dann ist das auf jeden Fall in Ordnung. Hier solche Boards, die großen muss man natürlich überlegen, je nachdem, welche Qualität man da braucht. Aber USH Park kann ich also auch empfehlen eigentlich. So, das legen wir auch mal zur Seite erstmal. Und schauen uns mal an, was wir hier noch so haben. Jetzt geht es Richtung China. Dirty PCBs oder Dirty Cheap Dirty Boards. Da war mein erster Versuch, diese Platine für meinen Reflow-Lötofen. Auch da gucken wir uns das mal genauer an. Das ist jetzt Heißluftverzint. Der Bestückungsdruck sieht soweit auch in Ordnung aus. Wo ich allerdings Probleme hatte beim Löten, wollte das Lötzinn irgendwie nicht so richtig darauf backen. Also kann ich eher nicht empfehlen. Vielleicht hatte ich auch wirklich eine schlechte Charge. Die verteilen das auch auf mehrere Fertiger in China wohl, der gerade am günstigsten ist. Bei den nächsten Platinen habe ich das dann vergolden lassen. Hier sieht man also, das schimmert schön. Das wäre jetzt ein Geigerzähler, der Urat-Monitor. Das ist ein großes Messnetzwerk, da hatte ich mir auch mal ein paar Platinen fertigen lassen. Die ließen sich wirklich super löten, also die vergoldeten sind auf jeden Fall brauchbar. Preise sind bei Dirty PCBs, ja, so 50 mal 50, 10 Stück, 12 US-Dollar, also wirklich preiswert. Aufpreis 100 mal 100 wären 5 US-Dollar und vergolden 15 US-Dollar Aufpreis ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Der Versand aus China dauert natürlich länger, nämlich etwa so 4 bis 6 Wochen und die Fertigungszeit lag auch bei 5 Tagen. Das ist wohl bei den ganzen, ja, bei den Fertigern so Standard, meistens 5 Arbeitstage. Der nächste Fertiger, den ich noch zeigen kann, ist IT Studio. Die sitzen auch in China, sind auch sehr preiswert. 10 Platinen 50 x 50 in grün, 10 US-Dollar.
Da kommen noch ein bisschen Versandkosten drauf, die sind bei Dirty PCBs frei. Dennoch ist der Preis ganz gut. Es gibt verschiedene Farben zur Auswahl, die gibt es übrigens bei Dirty PCBs auch, ohne Aufpreis. Hier kosten farbige Platinen statt 10 US-Dollar dann 15 US-Dollar oder 100 mal 100 im Grün zum Beispiel 20 und ich schätze mal, das sind auch 5 US-Dollar Aufpreis. Aber da müsste ich jetzt nachschauen. Die Qualität kann man auch nicht meckern. Also der Bestückungsdruck sieht auch sauber aus. Ist auch ein Versuch wert für Hobbyprojekte auf jeden Fall. Und ja. Ja, und der letzte verbleibende Fertiger wäre dann eben noch Edelcrow, den ich ausprobiert habe, wo ich ein bisschen zu berichten kann. Die sind super schnell, die geben an 4 bis 7 Tage, also auch die normale Zeit. Und ja, Versand kostet 4 US-Dollar. Was ich auch ausprobiert habe, war DHL Express. Und naja, 4 bis 6 Wochen sind halt eine ganz schön lange Zeit und per Express war angegeben 2 bis 3 Werktage aus China. Das hat tatsächlich geklappt. Ich bin total begeistert. Die Platinen sind sehr, sehr schnell angekommen. Wo man ein bisschen aufpassen muss, DHL Express nimmt auch die Verzollung direkt vor, was also draußen als Wert draufsteht. Rechnen die gleich mit dem Zoll ab und DHL möchte dann noch zusätzliche Kosten. Da kann natürlich Edelcrow nichts für, muss man aufpassen, dass man unter 22 Euro bleibt. Das ist die Grenze. Ab darüber fällt eben Einfuhrumsatzsteuer an und auch die zusätzlichen Gebühren, die DHL dann noch aufschlägt. Ja, gucken wir uns die Boards an. 5 Platinen, 50x50 oder 100x100 gibt es derzeit für 5 US-Dollar. Das ist natürlich ein super Preis, gerade wenn man irgendwie nur so ein paar Prototypen braucht. Ansonsten 10 Stück, 50x50, 10 US-Dollar oder 100x100, 4 US-Dollar Aufpreis. Das ist auch super. Die meisten Farben gibt es auch standardmäßig ohne Aufpreis. Es ist verbleit- oder bleifrei Heißluftverzint erstmal. Gold würden sie auch anbieten, das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, das kostet 15 US-Dollar. Und wenn man sich jetzt diese Platinen mal anschaut, dann habe ich da an dieser hier auf jeden Fall nichts zu meckern. Bei der hier ist die Maske ein bisschen verwischt. Das kann natürlich passieren, ist auch nicht so kritisch. Löten ließen sich auf jeden Fall gut. Das liegt hier daneben schon bestückt, das Ganze. Und ja, soweit zu dem Preis, denke ich, kann man das verschmerzen, dass die Lötstoffstoppmaske ein bisschen verwischt ist. Auf der anderen Seite ist das übrigens lustigerweise nicht passiert. Das heißt, hier kann man wirklich die Bauteilwerte lesen. 680 Ohm. Und die große ist auf beiden Seiten in Ordnung. Aber wie gesagt, zu dem Preis ist das wirklich Meckern auf hohem Niveau. Die sehen echt klasse aus, die Boards. Ja, kommen wir nun zum Fazit. Bei so kleinen Platinen bietet sich OSH Park an, weil der Versand aus den USA natürlich sehr schnell geht und dafür sind die Preise dann auch in Ordnung. Bei größeren Platinen, so wie dieser hier, würde ich das in China machen lassen, entweder bei Edelcrow oder bei IT Studio. Von Edelcrow möchte ich auch noch mal kurz zeigen, das hier ist also das T-Shirt, was es gab fürs Video-Review. Dafür nochmal vielen Dank. Ja, und eigentlich lohnt sich ein deutscher Fertiger nur bei wirklich großen Stückzahlen, 50 Platinen, 100 Platinen und so weiter. Also für Hobbyprojekte ist dann eher in China bestellen angesagt. Und ja, mit Expressversand geht das zum Teil auch relativ schnell, wie wir ja gesehen haben oder wie ich schon erwähnt hatte. Was für Erfahrungen habt ihr gemacht? Hinterlasst es mir einfach in den Videokommentaren und ansonsten auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen.